Hallöchen! Wie ihr seht, wir starten direkt rein. Es ist Montag. Mario Montag. Wir spielen wieder Odyssey. Leute, mir ist zu kalt. Und wenn es stimmt, was der Wetterbericht sagt, haben wir minus 10 Grad draus. Ich brauche noch 3 Decken, damit ich mich hier wohlfühle. Das Glas ist halb leer. What? Ach so, ich bin ja weitergereist, genau. Ja, stimmt, da war ja was. Okay. Was bist du für ein Vieh? Hey du, du siehst wie ein hilfreicher Zeitgenosse aus. Siehst du dieses grauenhafte Wesen direkt vor uns? Da hat es sich breit gemacht und schlürft genüsslich unter kostbares Edelwasser in sich hinein. So tu doch bitte etwas. Wenn man jetzt hier so warten würde, ob das Glas leer werden würde? Naja gut, schauen wir uns mal um. Röhre. So, diesmal nicht, ihr Münzen. Wenn das Wasser von 4 Fontänen gemischt wird, dann entsteht das begehrte Edelwasser. Die Legende besagt, dass jeder, der von diesem wundersamen Elixier trinkt, ein glückliches Leben führen wird. Aha. Dieser Knopf ist der Schlüssel, um unsere prächtigen Fontänen wieder zum Sprudeln zu bringen. Und was sind das für Viecher? Ah ja.
Das liegt an dem USB-Stecker. Warum auch immer der diesen komischen Wackelkontakt manchmal hat. Ach ja. Spiel? Na, was ist denn jetzt? Ist mir jetzt das Programm abgestürzt, ja? Okay, ohne Momente. Ach ja. So. Es war so klar, dass ich von irgendwas getroffen werde. Weil nur weil mein Bild weg ist, heißt das nicht, dass das Spiel auch anhält. Das Siegel der Steinsäule. Yay! Bam! Ist uns heiß, Mario. Hui. Piu. Aua. Au, wei. Du wirst die vier Fontänen wieder sprudeln lassen? Ich gebe es köstliche Edelwasser, nicht kampflos heran. Noch drei weitere Fontänen. Die, wo sind? Da ist eine Münze. Da hinten, da hinten. Dann muss ich nur die richtigen Knöpfe finden, wie mir scheint, hm? Okay. Warum ist dieser Tintenfisch eigentlich in der Blase drin? Reicht's? Es reicht sogar. Mhm.
Okay. Wie mache ich den auf? Ach komm schon. Mario. Ach so. Sind wir jetzt bei Sunshine gelandet, ja? Tiki. Geh weg. Aber warum soll ich das machen? Das ist irgendwie merkwürdig. Ach so, da ist der Mond drin. Katze. Ah ja. Ach komm schon. Die Switch will heute schon wieder nicht, hm? Beziehungsweise die Capture Card hier. Komm schon. Ah. Okay, das hätten wir. Da hinten. Tiki. Kannst du froh sein, dass hier kein Zeitlimit herrscht? Och. So, dann. Thank you.
Das war's Glück. Um auf den Leuchtturm zu kommen, musst du erst durch diesen Tunnel. Ah ja, okay. Machen wir gleich. Und... Hopp. Und abwärts. Kannst du jetzt mal bitte aus dem Bild gehen, Katze? Moränen. Was haben hier Moränen zu suchen? Katze. Wow. Versperren wir doch nicht die Sicht? So, das war die 3. Dieses Tier. Plop. Okay, 4 Monde haben wir. Warte. Kann es sein, dass ich den Knopf da hinten nicht gedrückt habe? Na? Die Münzen nehmen wir mit.
Ich hab den Knopf echt nicht gedrückt, ne? Mei. Bam. Der dürfte jetzt ganz schön Kopfschmerzen haben. Noch eine. Auf. Auf und davon. Da hinten. Ja, wobei. Die Dinger erinnern ein bisschen an Pokies, hm? Diese Algen. Das sind die Shops jetzt. Rollfelsschlucht. Ich wollte mir den Mond da drin schnappen, aber es ist zu gefährlich und ich bin leider viel zu langsam. Ich sehe nichts. Und das ist zu hoch. Gibt's da noch was? Anscheinend. Ah. Ach, der bleibt da hängen. Doof. Einer von diesen Samen. Okay. Wo auch immer die immer hin müssen. Oh. Money. Wo muss das Ding hin? Ach, ich weiß, was man hier wieder machen soll. Okay.
Wo ist denn ein Goomba? Ein Herr Goomba ist nötig. Ach, ganz toll. War klar. Am 12.12. In Casaday, falls es jemanden juckt. Oder erkennt. Jetzt ist der Samen weg. Ach, Menno. Piu. Aua. Es famos. Es ist Zeit, dass wir uns das Edelwasser zurückholen. Ja, und wie? Wahrscheinlich muss ich auf seinen Kopf. Ziemlich sicher sogar. Wenn ich hinkomme. Wie soll das denn gehen? Hui. Vor allem wenn ich... Ah! Oh oh. Nein! Ja, komm. Der kommt jetzt nicht mehr zu mir, ne? Katze, jetzt hör auf damit! Oh, das Timing ist ja mal echt bescheiden. Zwei. Tiki, jetzt hör mal auf.
Jetzt hängt die Taste, sehr schön. Nein! Jetzt ist er stinkig, ja? Katze! Oh! Hartnäckiges Vieh. Danke! Und du jetzt hau ab! Ey! Ist das ein famoser Sonnenuntergang und mit den Fontänen und dem Edelwasser sogar noch schöner. Aber Bowser scheint sich gar nicht mehr in diesem Land aufzuhalten. Wir müssen ihm hinterher. Ja, eins nach dem anderen. Wo sind jetzt die Münzen? Von vorhin? Irgendwo hinten. Oh, Tiki. Den ganzen Tag schlafen die beiden. Und kaum passt es mir nicht in den Kram. Oh nein. Ach so, einfach näher ran, okay. Ich kann nämlich nicht mit dem obersten Goomba abspringen. Was seltsam ist. Romanze am Strand. So, war jetzt hier hinten noch was? Ich glaube nicht. So, dann waren da noch ein paar Münzis. Treffer. Das meiste spielt sich ja hier im Wasser ab. Vermutlich. Und leider Gottes. So, Fischlies, kommt mal her. Geht doch. So, was haben wir hier noch? Air Bubbles. Thank you.
Vielen Dank, Jumper Lady, für das. Fürs Folgen und fürs Zusehen. Die Viecher wieder. Die Lava steigt? Oh, ist das dein Ernst? Dein Ernst? Ach du gute Güte. Da darf er sich nicht mehr Zeit lassen. Oh, wie gemein. Sind wir hier bei SMW oder was? No. Ey, da wollte ich gar nicht hin. Darf sich keine Zeit lassen. No. Mach doch, was ich will, Spiel. Das war so klar. Eieiei, meine schönen Münzen. Aber bei Erfahrungen. Erstens, warum gibt es hier überhaupt Lava? Und zweitens, warum fängt die an zu steigen? Ja, ist ja gut. Ich vergesse immer, dass die Füße ja auch zählen. Ei. Aber wenn man da schon unglücklich landet, ne? Die Hektik funktioniert das nicht. Ach, steigende Lava ist gemein. Bei SMW kann man sich wenigstens darauf vorbereiten, aber so. Ah, so knapp. Und ich bin am Mond vorbei. Ah. No. Unglücklich gelandet einfach. Hup. Hoppla. Okay, das war jetzt keine Absicht. Ich lande immer auf dem drauf, das gibt's doch nicht. Oh, komm schon. Wie soll ich da eigentlich rüberkommen?
glaube, da muss ich mir echt kurz die Zeit nehmen. Oder? Kann auch nicht sein. No! Ja, es ist heiß. Heiße Lava. Also, solange es keine Game Freak Lava ist, ist alles gut. Egal jetzt, komm weiter. Ich glaube, da werde ich noch ein paar Jahre in dem Level verbringen. Leider muss der Zwiebelkopf hier auf dem Boden stehen, um sich ausfahren zu können. Egal, ich habe ihn. Aber ich glaube, das reicht nicht mehr. Mit der Lava. Aber gut, dann kann ich jetzt wenigstens eigentlich nur rüber und aus dem Level raus. Sofern es klappt. Ach komm schon. Das ist echt schwer einzuschätzen immer. Den habe ich jetzt in Kauf genommen, tatsächlich. Wow. Das war jetzt knapp. Nein! Oh, Perspektive! Manchmal wünschte ich, die Kamera würde sich von selber umstellen. Aber nein, Hauptsache schön umständlich. Es hat schon einen Grund, warum die Kamera so leicht schräg ist. Das wird wieder nichts. Rein zeitlich. Oh. Aber das bringt mir auch nichts, wenn ich darüber gehe, ne? Wenn ich es jetzt genau sagen könnte, ja, da ist doch ein Mond. Aber keine Ahnung.
Das Level ist schwierig. Ich habe bei Sunshine diese kleinen Level auch schon nicht gemocht. Wisst ihr, ich habe mir gestern ein neues Spiel besorgt. Zufällig, weil es im Angebot ist. 50%, warum nicht? Und das ist halt wirklich, das ist ein Spiel, da wird Entspannung und Meditation groß geschrieben. Und nicht Hektik und... Ach, das gibt's doch nicht. Nur weil ich den Boden nicht treffe. Warum sind da Münzen, die mir nichts bringen? Oh, das Timing war jetzt bescheiden. Katze. Es ist doch erst 15:15. Jetzt wollte ich mal das Timing anpassen, aber scheinbar... bringt das auch nicht so viel. Hoch mit dir! Oh, danke. Miri, Strecken gegen die Zeit. Ja, die hasse ich. Oh. Mein Gott. Wir können weiterreisen. Ja, das weiß ich, aber... Oh. Das will ich noch nicht. Oh, unter dem Viech ist ein Mond. Da. Merci, Dory. Ja, ganz toll. Münzen. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du, meine Frage zu beantworten? Wohlan, wie lautet der Name dieses Landes? Zu und zu köstlich. Falsche Antworten haben schon etwas enorm anmissantes. Dann sehen wir uns wohl später. Geh woanders hin. Heißt das Land nicht so? Oder war das ein Trick? Da sind noch Münzen. Ja, Miri, 10 Minuten, die wirst du ja wohl noch überleben hier. Ah. Lücke im Meeresgraben. Ich sollte mir echt mal die Liste anschauen, wie viele es pro Land gibt. Also wie viele Monde. Damit ich ungefähr einen Anhaltspunkt habe. Ach, das ist der zweite Samen hier. Okay.
Ja, aber das heißt doch so. Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort. Upsala, dann war das das andere. Na gut. Hoch, Mario, hoch, 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 hoch. Oh, das war knapp. Uiuiuiuiui. Da hinten ist der dritte Samen. Okay. Aber wo muss ich die hinbringen? Das ist jetzt so die Frage. Wo müssen die hin? Das sind doch Münzen. Ja, ob die Zeit jetzt reicht? Eieiei. Ach ja. Guck mich mal da hinten um. Muss ich in der richtigen Reihenfolge da? Oh, nicht dein Ernst. Wo soll ich nur mit diesem Samen hin? So, komm mal her. Aha. Ah.
Aha. Wo war der Gelbe? Da hinten. Gut, da hinten. Immerhin schon 60 von 100. Das sind Röhren. Oh. 2D-Röhren. Ich wollte gerade sagen, was passiert, wenn man die anderen alle wegmacht? Versehentlich zum Beispiel? So. Guppi? Oh oh. Ja, den Hit musste ich jetzt nehmen. Das war falsch. Upsala. Aha. Machen wir gleich noch. Ich will wissen, was da unten drin ist. Beziehungsweise, ich will ja die Münzis haben. Jetzt ist die richtige Richtung. Puh. Das hat mir gar nichts gebracht. Also, literally. Dann halt nichts. So, und dann müssen wir...
Ich glaube in... Nee. Moment mal. Eins, zwei. Dann muss ich wahrscheinlich in die Röhre hinten rein. Da hinten. Das ist Mario voller Sand. Okay. Nett. Nettes Detail. Oh, da wollte ich nicht rauskommen. Der in diesem Raum versteckte Schatz ist dermaßen gut versteckt, dass dir bei der Suche deine Augen nichts nützen. Momentchen mal kurz. Habe ich die Vibration überhaupt an? Habe ich an. Okay, aber Katze nervt. Ich fütter sie schnell und dann bin ich gleich wieder da.
weiter geht's. Tja, Dings hab ich eigentlich an. Aber es vibriert mir nichts. Nein! Da ist nichts, Leute. Will er mich veräppeln? Ich meine, ich spiele zwar mit der Halterung. Ja, ganz toll. Mehr Goombas, die mir wehtun können. Aber die haben jetzt auch nicht vibriert. Ach komm schon. Warum ist das empfindlich? Es vibriert hier nichts. Und ich habe kurzerhand beschlossen, dass wir heute mal nicht so lange Mario spielen. Guck noch ein bisschen in meinen Hack rein. Da vibriert nichts. Gar nichts. Mario ist auch schon fix und alle. Soll ich jeden Millimeter abgrasen, ja? Ich werde dann nämlich noch ein bisschen Retreat auf. Nein! Ihnen weiterspielen. Oh. Falls ihr das hier auf dem Kanal sehen wollt, einfach schnell melden. Dann schalten wir das direkt im Anschluss an, vielleicht. Also nach dem. Nur eine Magic Chart. Ansonsten. Wo ist die Sambo? Nein! Du dumme Schnecke, du. Gib mir den Mond. Für die, die es nicht wissen, Retreat of Innen ist ein Survival-Game, bei dem man nicht
von einheimischen Monstern, Mutanten, Zombies oder sonst was angegriffen wird. Da geht es wirklich nur ums normale Überleben auf einer schönen Tropeninsel. Und mit der Option, sich sein eigenes schönes Haus zu bauen. Ganz entspannt. Sogar mit Fokus auf Meditation. Ich finde den nicht. Ich habe mir bei der anderen Höhle schon gedacht, wollen die mich veräppeln? Okay, wo ist dann die andere Röhre? Katze. So. Ist es breit genug? Eigentlich nicht, ne? Hinweis von Fotokunstschießen. Keep. Frage ist eher, wo begegnet mir dieses Wort? Entsprechende Mode, entspannter Tag am Strand. Ja, ist ja gut. Hier müssen die Samen hin. 4 Stück? Wo ist der 4? Katze. 3 Samen habe ich ja schon gefunden. Das ist auch zu breit. Wahrscheinlich muss ich da mit Dings hin. Kleiner Fun Fact, die Blöcke, was mehrere Münzen ausspucken können, muss man einfach nur sehr, sehr schnell hintereinander hitten, damit die möglichst viel hergeben. Wenn man sich Zeit lässt, so wie ich jetzt gerade, dann kommt da nichts mehr bei raus. Oh, unsichtbare Wand. Da sind noch Münzis. Entspannter Tag am Strand. Die Musik. Ach du gute Güte. Ich sehe nichts. Auf zweifache Weise nicht.
Ah. Falsche Taste einfach gedrückt. Katze, geh alleine spielen. So knapp. Okay. Bisschen höher. Ach, Mädels. Gottes Geräusch, ne? Das war richtig? Oder ist das der geheime? Ich glaube, das ist nur der zweite Mond. Oder? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Wo komme ich raus? Ich bin mir echt nicht sicher, ob da nicht doch noch einer ist. Weil es hier eigentlich fast egal ist, ne? Nein! Du Mistviech! Zu nah an der Wand ist auch schlecht. Ach ja. Okay. Die Stage mache ich noch und dann reicht es für heute. Zumindest mit Odyssey. Also, am besten doch mittig durch. Ich sehe nichts. Ah! Das ist zu niedrig. Das war dumm. Komm, geh hoch, Mario. Ah.
Man hat leider nicht ewig Wasser, deswegen ist das echt ein bisschen. Wie soll man denn da rüberkommen? Zeitlich gesehen. Ich darf eigentlich keinen einzigen Tropfen. Oh, das gibt's doch nicht. Keine Chance. Keine Ahnung, wie das hinhauen soll. Ah, aber da ist bestimmt ein Mond in der Kiste. Ah. Ziemlich sicher. Sonst wäre es nicht so umständlich kompliziert. Falsche Taste. Ah, diese Schleimwände. Was soll denn das? Du Miststück. Froh sein, dass das Gedudel nicht so lange zu hören ist. Das wäre so nervig. Also. Rüber. Nein, ich bin schon wieder zu niedrig. Ich muss einmal aufsteigen, es geht uns nicht anders, aber dann reicht das Wasser doch nicht mehr. Gibt's da irgendeinen Trick, den ich nicht sehe? Jetzt hätte es wahrscheinlich gereicht. Oh nein!
Das passiert, wenn man zu vorschnell arbeitet. Oh. Nein! Münzis. Nehme ich gerne. Trotzdem. Ach, Menno. Ich häng viel zu lange in dem Mist. Nein! Oh, diese Tasten. Katze, hm? Machst du das für mich? Komm, lass los. Ja, komm, 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 komm. Geht doch. Oh. Ich wusste es. So, Mädchen, was hast du da jetzt vor? Moment, der war auf der anderen Seite, oder? Berg mit Gold. Okay, aber das reicht für heute. Wir fahren noch in das nächste Gebiet. Und dann sehen wir uns was ganz anderes an. So, wo haben wir es denn? Betritt bitte das Spielfeld. Ich muss hier nicht wirklich Beachvolleyball spielen, oder? 15 Mal hin und her schlagen? Ist nicht euer Ernst. Ach du gute Güte. Hundertvierundvierzig. Auf ins Schlemmerland. Bowser kann nicht auf ewig von uns davonlaufen. Aha. Bowser will also eine Rede halten und sie mit Edelwasser begießen? Scheint, als käme mit der Vorbereitung voran. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben. Schnelles Schwimmen. Drücke, wann immer du dich gleichzeitig ZL und Y. Okay. Das sagst du mir jetzt? Jetzt bin ich schon aus dem Land raus. Hier steht, dass dieses Land bekannt für seinen auf einem Vulkan zubereiteten Schlemmereintopf ist. Echt feurig. Okay.
Schlemmereintopf. Schmausspitze. Ach du Herrje. Die Farm. Die Brudels als Vorkoster. Ja, klar. Was auch sonst. Die Brudels sind da. Warum hat der Vogel Fleisch im Sinn? Die Chefkochmütze. Ach, es ist warm, Mario. Na gut, was soll's? Das Grinsen. Wow. Ups. Na gut, das fürs Erste. Ich stelle mal nur kurz das hier um. Dann machen wir noch ein paar Minuten. Wirklich nur ein paar Minuten bei Luna Magic weiter. Ich muss noch so ein paar Dinge austesten. Und mal überlegen, welche Musik wir in das Level einbauen. Vielleicht gucken wir da dann auch gemeinsam. Gucken wir mal, schauen wir mal. Dab. Dab. Da-dab, da-dab. Ich weiß gerade gar nicht. Oh, es ist sogar drin. Aber offensichtlich habe ich es mal wieder gemutet. Yep. Yep. Ehrlich gesagt bin ich mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich dieses Lied im Intro haben möchte. Aber ich lasse es erstmal so. Welcome! Let's explore this land. Also. Ja, es ist jetzt natürlich nichts geöffnet. Ich habe es einem Tester vor einiger Zeit mal gegeben, deswegen habe ich die Level. Ich sehe einen Fehler hier. Ganz toll. Aus. Warum? Ach, weil ich das Level verschoben habe. Ja, klar. Okay, dann schauen wir gleich mal. Wie kriege ich dich darüber, Mario? Am besten. Wahrscheinlich. Apropos. Naja, so jedenfalls nicht. Wir brauchen noch Musik, ne? So. Was mir gerade aufgefallen ist, das hier passt halt technisch nicht. Musik. Musik. Dauert nur eine Sekunde. So. Oh, schick. So, also. Grafisch macht das halt keinen Sinn, wenn er da diese komische Klippe hochklettert. Deswegen tauschen wir das hier mal schnell aus. Schauen natürlich, dass das hier hübsch ist.
Das ist jetzt natürlich noch nicht hübsch. So, dann können wir das hier nehmen. Ist jetzt noch ein Ticken zu klein. So. Okay, jetzt geht er da einfach nur drüber. Was ist das für ein Level? 25. Das könnte man eigentlich hier oben hinpacken, ne? Ja, so und so ähnlich, ne? Okay. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Den Weg zurück müssen wir natürlich auch noch ein bisschen. Oh, falsche Ecke. Oh. Oh. Das funktioniert leider nicht. Warum kann man da überhaupt sich so bewegen? Fucky. Ja, den Titel habe ich noch nicht wirklich. Wo läufst du hin, Mario? Ich guck da mal rein. Okay. So funktioniert es schon mal nicht. Schade, schade, schade. Also. Halt irgendwie komisch, wenn er. Wenn der gute Mario. Ach, jetzt habe ich die Grafik noch nicht angepasst. So, funky. Da ist ein Level ohne nie, ohne ganz ohne Titel. Okay. Ich habe die Saves ausgestellt. Okay, Moment. Safe und Load. Damit wir nicht alles doppelt und dreifach machen müssen. Das ist dieses Level. Das ist dieses Level. Okay. Moment. Lasst mich mal ganz kurz überlegen. Hatte das nicht ein Secret Exit? Da unten ist übrigens ein Power-Up drin, für die, die es interessiert. Nee, es gab keinen Secret Exit. Oh Gott. Es ist so ungewohnt, 2D Mario mit der
Mit dem... Na? Hoch mit dir. Mit dem Joystick zu spielen. Da tuckt er sich immer so viel. Yay! Yeah! Egal. Das Level kenne ich schon. Was bist du? Das war das. Genau, das war das Level, was ich beim OLDC eingereicht habe damals. War es letztes Jahr? Fun Fact, wenn man da hochkommen würde, gäbe es noch was zum Entdecken. So, unkaputtbar Block. Tschüss. Du tust mir nicht weh. So, hier ist es natürlich wichtig, immer auf alle Ecken. Stopp, man kann sich totglitschen. Das ist nix gut. Das ist nix gut. Sowas ist immer ganz schlecht. Wobei, Moment. Kann man sich hier irgendwo reinglitschen? Bestimmt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Na komm. Das Level ist ja noch nicht zu 100% fertig. Und ich merke gerade jetzt erst, da ist ja noch die alte Musik mit drin. Das wollen wir natürlich nicht haben. Da ist nichts drin. Das war die Erde. Oh! Da? 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 Schon den ersten Fehler gefunden. Welche Nummer waren das jetzt? 1, 1, 2. Führt, glaube ich, auf 118, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau. Warum ist die erste Yoshi-Coin dort? Oh, ich sehe schon warum. Ah ja. Wobei die Nummern müssten eigentlich sogar passen, ne? Und da unten konnte man sich auch reinglitschen. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze einfach einen Ticken niedriger. So. Das eins so. Das so. Dann kann hier nämlich nicht viel passieren. Ach, Katze. So. Aber die andere Seite passt, ja? Scheint so, halbwegs. Aber ob die Röhrenfarbe so angemessen ist?
Gott, ich habe echt ewig kein SMW mehr gespielt, ne? Gab's hier nicht auch ein Secret? Ich meine, da ist ein versteckter Wonderpilz. So, nur zur Demonstration. Das hier. Diese bunten Zelte sind meine Checkpoints. Die hoffentlich auch funktionieren. Schauen wir gleich noch. Wobei ich gerade im Link bin, ob es nicht besser wäre. Und ja, die Zeit ist wirklich ein bisschen knapp bemessen. Das ist mir beim Contest ein Kommentargeber hat mir das auch schon mitgeteilt. Aber ich habe das seitdem auch nicht mehr groß in der Hand gehabt. Da ist auch eine Lücke. Da ist auch eine Lücke. Das ist halt dieses blöde Teilset. Aha. Du hier. Jetzt haben wir mal kurz keine Musik, aber damit müssen wir jetzt leben. Ba-ba-bam. Das nicht. Das auch nicht. Oh, wenn es alles so gleich ausschaut, ist es schwierig zu erkennen. Das Problem ist halt, dass man's. Du bist das. Eigentlich bist du sogar ein normales. Ach ja. Was denn, Miri? Wenn wir schon dabei sind. Wobei wir schon 500 Sekunden haben, aber ich habe auch ein bisschen getrödelt. Da ist der geheime Pilz. Ganz frech. Ach ja. Das liegt jetzt teilweise auch am Controller. Weil, wie gesagt, mit. Dings spiele ich das ja normalerweise nicht. Kommst du jetzt da rein? Schaffe ich's doch? Okay, schau mal wenigstens, ob der Mittelpunkt funktioniert.
der funktioniert schon. Okay, warum? Warum hatte der jetzt Secondary 112? Habe ich da vergessen, was anzuklicken? Exit. Scheinbar schon. Okay, Höhlenmusik. Ich weiß gar nicht, was ich noch so alles zur Verfügung habe. Die kenne ich jetzt natürlich alle auswendig hier. Ich habe keinen Plan. Was ist das? Das würde sogar fast passen. Okay. Mount Audios. Viel zu kurz, aber. Okay. Also Tag. Mountain? Ja, Cave. So, schauen wir mal, was er rausspuckt. Castle. Ja. Bräuchte was Ruhigeres. Also das will mir auf Dauer auf den Keks gehen. Auch wenn es ganz gut ist. Also. Eine Rotation zumindest. Kennt man.
Nicht so was. Das wiederholt sich ja auch ständig. Ach, sitzt du auf der Taste, Katze? Oh, das Tier. Sky Map, ja klar. Snow Dream Map, das bringt mir alles nichts. Cave. Autor? Schauen wir mal, was sie so von sich selbst behaupten. Das würde eher zu eben so einen Japanoturm. Okay, nee, das ist zu eindeutig. Das geht nicht, auch wenn es gut ist. Das ist mir irgendwie so hip. Ach, ich weiß ja nicht. Das kennt man halt schon so, ne? Das hört man ja fast jedem Hack. Was habe ich gerade gelesen? Ice Cave? Naja, gut. Wo ist der Remix? Whatever. Underground 8. Ach, das ist der Kram. Sieht doch ganz gut aus hier. Deep Dark Caves. Ja, doch, ich glaube, das nehmen wir. Okay, dann haben wir zumindest das. Könnte man ja noch schnell einfügen, gell?
Moment. Das ist ja immer so ein Murks hier. Musik, Musik. Deep Dark Caves. Weg damit. So. Und das Ding hier dann kopieren. Dann, wo habe ich die Liste? So, Liste. 54.txt. Speichern. Dann den Schmarrn ausführen. Und hoffen, dass alles funktioniert. Passt. Okay. Jetzt ist die Frage, ist es drin oder muss ich es neu starten? Wahrscheinlich müssen wir es erst neu starten. Was jetzt keine große Sache ist, aber. So. Und dann. Ist das zweimal drin? Hoppla. Egal. So. Ich bin auch gerade am Überlegen. Bam, bam, bam. Ich lasse die 112 einfach weg. Und dann sollte der ganze Kram halbwegs passen hier. Mario. Danke. Musik ist da. Sehr gut. Der Ninja ist fies. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die Zementblöcke nicht andersfarbig mache. Also, wenn ich ganz klassisch durchrenne, dann geht das simpel und easy. Und ja, dass es hier zwei Wege gibt, ist Absicht. Der Block muss da weg. So, funktioniert der Schmarrn jetzt? Ja. So halbwegs. Ich habe da was gesehen, was nicht sein sollte. Komm schon, Kupi.
Ups. Eigentlich wollte ich... Yay! Ach, das war so eine von den fliegenden Gumbis, glaube ich. Yay! Na gut, dann hat das zumindest funktioniert. Oh. Okay. Da funktioniert nochmals nicht. Hupsala. Da wollte ich nicht hin. Wieso bin ich jetzt... Was? Okay, da hat mal wieder was nicht funktioniert. Das sind halt diese blöden Teile, ne? Diese hier, die das Leben schwer machen. So, geschummelt. Hihi. ja. Ist halt doof. Und wenn ich so mache. Komm her. Ah, dann waren das die halben, ne? Diese komischen? Diese komischen. Na gut, dann stellen wir halt die Map ein bisschen um. Ist ja jetzt nicht so das Drama. Ernsthaft, ich habe nicht das richtige Teil hier. Okay. Das nicht. So. Okay. Dann da. Was ich hauptsächlich jetzt noch testen wollte, ist dieses. Und das da unten. Wir wissen, ob man da drüber laufen kann. So. Es geht tatsächlich so.
So wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das ist nicht das Level, wo ich hin will. Wo habe ich denn das? Ups. Yay. Also, ich habe mein Kletterlevel ein bisschen überarbeitet. Aber scheinbar stimmen da ein paar einzelne Teils nicht. Und ja, dass man oben draufstehen kann, ist Absicht. Und die... Ich glaube, es war eine Wolke. Ach, die Farbe gefällt mir halt nicht. Das ist... Das Gelb ist so furchtbar. Ich muss das... echt anpassen. Juhu! Da stimmt auch einiges nicht. Ach ja, wegen dem Busch. Die Schrägen passen nicht. Wieso nicht? Und wer hat die Zeit geht? What? Okay. Hallo Katze. Patam. Okay. Aha. 7. Eigentlich sollte das alles auf die 7 hören. Nein, Katze, geh von der Tastatur runter. Was hast du kaputt gemacht? Hä? Ach so, weil ich doof bin. Okay, Katze war's gar nicht. Echt es. Ups. 7. Kannst du bitte weggehen? 7. Ach, Süße. Hm? Sieben. Warum kann ich es nicht beenden? Bin ich doof? Seit wann macht man es mit der Enter-Taste? Wobei, ist wahrscheinlich klüger, dass man einfach überall nur klettern kann. Weil sonst blockt man ja hier. Ne? Das hier muss durchlässig sein. Das hier sollte durchlässig sein. Das hier ist es sowieso. Und diese Schrägen. Dann machen wir das einfach stabil. So. Das ist... nicht stabil. So. Durchlässig versus nicht durchlässig, ne? Die Dinger sind stabil. Das passt. Aber die Farbe passt mir noch nicht. Das ist zu knatsch. Grill. Nein. Das ist zu...
Ja, es ist noch. Okay, vielleicht jetzt? Es ist gar nicht so leicht, eine schöne. Also dunkle Gelbtöne hinzukriegen, das ist echt schwierig. Das ist nicht schön. Aber das ist doch nicht original so dunkel. Das ist original echt so dunkel? 26. Es kommt mir trotzdem so. Falsch vor. Das Geld macht mich fertig. Naja, was soll's. Apropos, da fällt mir ein. Das hat man ja gar nicht gesehen, ne? Ah, das muss ich auch noch rausnehmen. So, das passt jetzt wieder. Das sollte jetzt auch passen. Okay, er kann den Stein hauen. Sehr schön. Nein! Ach, das. Ah! Diese Ecken. Das ist zumindest wieder richtig. Ach, Chuck. Ach, der Timer, ja, genau, da war ja was. Ach, dieses. Diese Schrägen, ne? Und den Hintergrund sollte ich vielleicht ein bisschen runtersetzen. Egal. Okay. Diese Schrägen, ne? Ich könnte.
So, jetzt sollte das Problem hoffentlich behoben sein. So, 400er Timer. Oh, ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock mehr. Ich packe nur den Hintergrund noch ein wenig runter. So. Dann ist es auch nicht ganz schwarz im Hintergrund. So. Doch, ja. So kann man es lassen. Fürs Erste, für heute. Ich habe keine Lust mehr. Ich werde jetzt noch ein bisschen ganz gemütlich in Retreat of Eden reinzocken. Ganz entspannt. Bassraum Level Contest 7 Minuten. Nee, ist vorbei. Okay. Ja, aber mir wäre auch nichts mehr eingefallen. Ehrlich gesagt. What? Okay. Ja. Morgen macht man den Stream auch sehr entspannt. Wir gehen nicht in Jurassic World rein, weil ich da zurzeit echt nicht die Muße dazu habe. Wir werden auf jeden Fall ein paar Dinosaurierknochen ausgraben in Dinosaur Fossil Hunter. Und vielleicht, je nach Laune, bei Retreat reinzocken, damit ihr das auch mal sehen könnt. Je nach Lust und Laune wird es vielleicht ein bisschen später, weil ich morgen wirklich mein Crunchy-Abo abschließen werde. Zwangsläufig. Man hat ja keine andere Wahl. Und dementsprechend die eine oder andere Serie gucke. Zuerst Spy Family, das sage ich euch. Nach 3 Folgen einfach abgeschnitten. Das ist so gemein. Ah! Na, jedenfalls, man sieht sich morgen. Danke fürs Zugesehen haben. Und bis bald. Bye bye.